Palästina. Ein Ort, an dem scheinbar Zeit keine Bedeutung hat und 1000 Jahre wie gestern erscheinen. Dies ist das Land, in dem die Propheten der alten Schriften die Vision des kommenden Messias sahen. Und als die Zeit gekommen war, erlebte dieses Land der Verheißungen das Wunder seines Kommens. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Trotz all der Jahrhunderte, die seitdem vergangen sind, ist es nicht überraschend, dass wir noch immer große Bewunderung dafür empfinden, welchen enormen Einfluss die Geburt Jesu hat. Doch haben Sie sich je gefragt, was dieses Licht war, das die drei Weisen zu dem Ort führte, an dem Christus geboren wurde? Kommen Sie mit uns auf die Suche nach diesem mysteriösen und wundervollen Stern, dessen Erscheinen und helles Licht die drei Weisen vor über 2000 Jahren in ihren Bann zog.